Der neue Hahn im Hornrabenkorb soll Henne Bonny schöne Augen machen. Doch er verhaut sie lieber. Nun bekommt er eine letzte Chance. Und wenn es jetzt nicht klappen sollte, ja, dann besteht, denke ich mal, auch wenig Hoffnung, dass das auf Dauer was wird. Also es bleibt uns nichts übrig, als das einfach noch mal zu versuchen. Wird er diesmal zärtlicher sein? Oder wetzt er schon die Säbel? Oh, hier, den als erstes. Guck mal, der hat ja so eine Angst. Ja. Hallo. Oh. Pinguin in Angst. Aber wovor? Und Okapi Kimdu zeigt sich von seiner besten Seite. Du zeigst uns einen Arsch, dreh dich mal. Klänge, die Elke seit einigen Tagen öfter vernimmt auf ihrer Futtertour. Die Weißnackenkraniche brüten und zelebrieren pünktlich zum Frühstück die offizielle Wachablösung vor dem Gelege. Na, es geht von dem aus, der auf dem Nest sitzt. Dem fällt dann ein, dass er ja auch Hunger hat, sich mal die Beine vertreten muss. Das ist etwa alle 2 Stunden. Und dann steht sie auf und zuppelt so ein bisschen die Stöckchen zurecht und rollt ein bisschen die Eier hin und her und das animiert dann den Partner immer dichter zu kommen. Und dann wird noch ein bisschen an Eiern rumgedreht und die Stöcke noch ein bisschen verrückt und dann wird sich raufgesetzt. So, und können die anderen Viecher noch füttern? In 2 Wochen könnte Elke hier bereits die Töne der Jungtiere vernehmen. Zu den anderen Viechern gehört neben den Kranichen auch ein scheuer Vierbeiner. Okapi Bulekimdu. Für den gibt's jetzt frischen Salat. Den werde ich auf der Anlage hängen, in der Hoffnung, dass es den Kimdu besticht, mal hinauszugehen und das schöne Wetter auszunutzen. Ist natürlich wichtig, dass er auch mal ein paar Sonnenstrahlen, also UV-Licht, erhascht. Und für die Besucher ist es auch nicht ganz schlecht, wenn sie das Tier mal sehen. Schön für alle also. Gut, versuchen wir mal unser Glück. So ein Frühlingsspaziergang. Nika, komm. Und? Der Hauptdarsteller. Hier, Dicker, komm mal mit raus, komm. Lässt sich wie immer bitten. Die Thomson-Gazellen hingegen können es kaum erwarten. Winterpause vorüber. Endlich geht's wieder raus. Da würde ich jetzt mal vorwackeln und du treibst mir mal die Zebras, zu. Ja, natürlich. Ich nehme mal ein Bäsli mit. Genau. Oh, yes, Kenner. Die Gestreiften haben wie immer den Vortritt. Und unter ihnen gleich 3 werdende Mütter. Ja, also das ist die Stute, bei der wir jetzt eigentlich jeden Tag damit rechnen. Also die hat, gut, jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, aber die hat ein unmäßiges Euter gekriegt. Doch, sieht man jetzt sogar. Und die hat ja auch einen Bauch, also eine Woche maximal geben wir der noch. Obwohl. Sag's lieber nicht so leid. Ja. Und die stehen wir im Juni noch hier. Man muss das ein bisschen blumischer ausdrücken, und sich nicht so festlegen. Ne? Aber die guckt ja mal das Euter an. Ey. Ja, also, ne, ist schon klar. Schon klar. Nun also raus mit allen. Die Winterpause war lang. So, René, du kannst. Okay. So, ihr Guten. Vorwärts. Wird dann nur langsam doch mal Zeit, dass alles wieder auf die Außenanlage kann. Und bei den Thomson-Gazellen hat man eben doch ein bisschen Bedenken gehabt. Der Wassergraben war ja zugefroren. Nur hat die Gärtnereibrigade das Schilf weggeschnitten. Also so diese optische Barriere ist auch ein bisschen verschwunden. Und wenn die hier übers Eis setzen und im Rosental verschwinden, also da, der Gedanke wäre mir schon ein bisschen unangenehm. Aber jetzt können sie eben wieder das erste Mal raus. Und da muss man erst mal wieder ein bisschen gucken, wie sie sich gebärden. Komm, Dolly, lauf zu, komm. Gemach. Dolly hat schwer zu tragen. Ah, hier siehst du. Ganz souverän. Achtung, Marco! Nun die Gazellen. Na los, vorwärts. Vorwärts. Wie immer sehr in Eile.
Haben sie sich über den Haufen gerannt? Klassisch. Das sind schon Wurfsäcke. Was? Die große, weite Welt. Tja, so viel Platz. Da lässt sich eine Menge anstellen. Aufruhr bei den Pinguinen. Es droht eine vorübergehende Kindesentführung. Ich muss jetzt eigentlich 5 Jungtiere von der Anlage runterfangen. Die müssen separat gesperrt werden. Und die kriegen halt nochmal eine Wiederholungsimpfung. Ich versuche alles mal ins Haus reinzulocken oder reinzutreiben. In Anführungsstrichen natürlich. Natürlich. Und langsam reinzukommen, mache die Türe zu und versuche dann im Haus dann zu fangen. Ich hoffe, dass ich die einigermaßen alles so kriege, die ich ja will. So, Jungs und Mädels. Steffen, autoritär, aber höflich. Ihr geht mal alle bitte mal ins Haus rein, komm. Die bleibt mal drinnen. Es geht doch, komm. Immer mit der Ruhe, keine Stressen, keine Hektik. Geh mal rein, komm. Lalalala. Immer mit der Ruhe macht man einfach die Türe zu. Ja, ja. So. Erstmal der erste Streich. Um nicht die falschen Tiere zu impfen, hat Steffen die Gewinnerzahlen bereits im Vorfeld ermittelt. Ich habe ja so eine kleine Liste gemacht. Mal wissen wir mal alles auswendig, die ganzen, wie sie halt beringt sind. Und die Ringnummern brauche ich dann und die nehme ich dann raus. Ne? Gut, mal versuchen. 5 aus 28. Ob diese Ziehung ein Erfolg wird? Es steht hinter der Tür. Es. Das scheue Okapi. Ja, hallo? Scheu und neugierig. Na los, komm, Salat fressen. Was ist denn los? Hier. Das Lockmittel. Uninteressant. Na los, Haselocke, noch ein Schrittchen. Komm in die Sonne. Oh, Schnecki Mausi. Ma, kommst du mit drauf? Hey, komm mal mit raus. Hm? Oh, ist ganz schön laut hier, ne? Ist ganz schön laut hier. Kim, du. Kein Großstadttier. Ah, es läuft. Dachte schon, es wäre ein ausgestopftes. Alles ran da. Hä? Ran in Salat. Elkes Mühe wird endlich belohnt. Wenn auch Kimdus Bewegungsdrang nicht sonderlich groß scheint. Der hat dann auch Tage, wo er dann richtig rumrast und sich austobt. Na, Hasilocki? Aber heute ist nicht so ein Tag. Mit dem Wind, das magst du überhaupt nicht. Nee, das magst du überhaupt nicht. Heute ein bisschen wetterfühlig. Und sehr anhänglich. Ja, vielleicht sucht er auch was Vertrautes. Oh, weil man merkt das besonders, wenn Wind ist. Das mag er überhaupt nicht. Wahrscheinlich sind die es auch vom Wald her überhaupt nicht gewohnt. Das sind ganz andere Geräusche, auf die die achten. Auf das Knarren von, weiß ich was, Ästen, Unterholz oder irgendwas knacken im Unterholz. Und mit diesem Wind, das habe ich mehrfach gemerkt, ist er völlig überfordert, wenn die Baumwipfel sich so bewegen. Und da ist er dann, wird er auch ziemlich schnell unleidlich. Aber immerhin hat er sich schon rausgetraut. Gestatten? Dieser forsche junge Mann kommt aus England und ist der neue Schwarm der Anoa-Gruppe. Gehen wir mal reingucken? Gehen wir mal reingucken. Das ist hier Hermann, der jetzt 2 Wochen bei uns ist. Hermann. Er hört, glaube ich, auf beides. Er wird eingedeutscht, aber Hermann klingt natürlich ausgesprochen niedlich. Und warum soll er nicht Hermann bleiben? Ich finde Hermann besser. Ich bin Deutsch und Sachse. Na gut, dann sagst du Hermann und ich sag Hermann. Namen. Schall und Rauch. Das ist nur für uns, um sie halt besser auseinanderhalten zu können. Es ist vielleicht auch fürs Zuchtbuch leichter, wenn da Namen dahinter stehen, als bloß irgendwelche Nummern. Und auf Nummern hören sie wahrscheinlich noch weniger als auf ihren Namen.
Er ist auch möglicherweise noch ein kleines bisschen verschüchtert. Also, dass er sich noch nicht so richtig eingelebt hat. Wir haben ihn gestern auch hier nochmal in einen anderen Stall genommen. Er war also vorher woanders. Haben ihn hier gestern in diesen Stall genommen. Auch das ist alles neu. Das riecht nur ganz anders wieder. Und dass er dadurch noch ein bisschen verunsichert ist. Der Meister. Unsicherheit. Damit scheint es aber inzwischen vorbei zu sein. Aber ich denke, es wird Zeit, dass er jetzt endlich auf die Anlage kommt. 2 Wochen im Stall ist schon sehr ungewohnt. Und um ihn nicht allzu sehr jetzt zu verpäbeln, wie das im Sächsischen so schön heißt, oder zu verpimpeln, muss er nun endlich mal raus. Ja. Alles muss raus. Dieses Motto gilt ab jetzt auch für Hermann. Gut. Heike, darf ich noch auslassen? Du darfst noch auslassen, ja. Auf los geht's los. Auf los geht's los. Ich warte, bis du draußen bist, ja. Auf dein Kommando. So, Freddy, du kannst. Hör mal, gut. Ja? Das wird ein bisschen dauern. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt jetzt mit diesem Vorhang davor. Das könnte schwierig werden. Gardinen sind in England nicht sehr verbreitet. Ja, da kommen wir durch. Wer es bereits geschafft hat nach draußen, der genießt. In aller Ruhe. Die ersten Vorboten des Frühlings. Jetzt sieht es ganz entspannt aus hier. He? Hat ich eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr Lehm in der Bude ist. Aber lass die mal sich ein bisschen gesammelt haben, dann wird's vielleicht doch, fangen sie ja doch immer ein bisschen an rumzuzicken. Und der eine hier, der steht ja jetzt schon wieder ein bisschen extra. Das ist der Nummer 50, der immer so ein bisschen abgetrennt ist von der Gruppe. Die Vierer, die halten relativ zusammen. Ja, es geht schon ein bisschen los da, ein bisschen sich zu zoffen. Und der ist derjenige, der so ein bisschen, also der ist in der Rangordnung das letzte Tier. Und das ist auch der dann immer anfängt, am Tor irgendwo durch irgendeine Lücke reinzuwollen. Rangordnungsrangeleien. Wie üblich bei Gazellen. Doch weitaus weniger aggressiv als vergangenes Jahr. Wenn sich hier nichts Gravierendes jetzt tut, also ich kann natürlich auch nicht meinen Tag hier oben verbringen, irgendwie muss man ja dann irgendwann noch einen Handgriff machen, dann gucke ich jetzt hier, was weiß ich, eine Viertelstunde oder so und dann kann man sich, denke ich mal, hier wieder zurückziehen. Es ist ja nun nicht völliges Neuland für die. Aber es war eben jetzt nun nicht ganz klar, wie sie nach der Winterpause das erste Mal hier wieder reagieren. Aber jetzt sieht es ja wirklich recht entspannt aus. Nun gucken die schon wieder in Richtung Tor hier und halten sich schon wieder da hinten auf der Plattform auf. Eigentlich müsste man sich ja sagen, mein Gott, die müssten halt froh sein, dass sie nun endlich mal wieder draußen sind, in der Sonne, auf der grünen Wiese stehen. Aber irgendwie, wenn jetzt das Tor aufgehen würde, würden die sofort wieder reinhuschen. Womit das zusammenhängt, bin ich mir auch nicht so ganz im Klaren. Wer so lange im Stall hockt, muss sich an die große, weite Welt erst gewöhnen. Für die Pinguine wird's eng. Steffen hat bereits das Netz gezückt. So, mal versuchen. Guck mal hier. Nun heißt's abtauchen. Ich weiß, es ist für euch nicht schön. Brauchen euch alle. War ja ein bisschen günstig. Als wenn das ein Trost wäre. Was? Guck mal hier, Mäuse. Komm mal her. So, was bist du? 101. Die nehmen wir schon mal. Der ist schon mal fertig. Ja? Dann muss halt nochmal geimpft werden. Ja, ist gut. Kommen wir dabei noch rüber. Das ist schon mal noch. Du musst mich nicht hacken, geh mal da rein. Genau. Wunderbar. Fehlen nur noch 4. Komm, immer locker bleiben. Meine Papa. 112, du bist auch mein Fall. Geh rein. Wir machen hier schon mal auf. Wir könnten die Alttiere ein bisschen rauspfeffern. Und die Jungtiere bleiben halt dann drinnen. Stimmt's, Mäuschen? Ja, super. Mäuschen geht lieber mal schnell. Ist gut, mein Mäuschen, ist gut. 117. Das ist auch meiner. So. 117, genau. Jetzt fehlen mir noch 2. Gebt jetzt mal rüber, euch passiert doch nichts. Ist gut, Matze, ist gut. 113, ja. Bumm. Der Kollege, der hier drin ist, den muss ich auch noch rauskriegen.
Ah, das schaffen wir noch wegen einen noch, ne? Den einen raus. Noch. Wunderbar. Raus hier, los. Rein, los, raus, 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 raus. Leicht gesagt. Ich versuche mal, deinen Salat noch mal zu retten. Was runterfällt, bleibt einfach liegen. Wäre da nicht Elke. Komm mal her. Der Okapi-Bulle lässt sich nicht herab, frisst nur, was mundgerecht serviert wird. Ja, mit Vorliebe das, was oben hängt. Allerdings geht da auch schon mal eine Grätsche, um an was zu riechen. Also wenn irgendwo eine Pfütze ist, die ihn wirklich interessiert, dann bemüht er sich auch schon mal, die Vorderbeine breit zu machen, um mit der Nase runter zu kommen, um dann zu flehmen. Aber für so einen Salat bückt man sich doch nicht. Du zeigst uns einen Arsch, dreh dich mal. Ist ja nicht seine hässlichste Seite. Das ist das Schönste an dem Tier. Deshalb pflege ich den, weil der den schönsten Arsch im ganzen Tierreich hat. Ja, bin ich ein bisschen neidisch. Hätte ich auch gern. Das ist kein Problem. Im Tattoo-Studio. Also hier macht es natürlich keinen Sinn auf einer flachen deutschen Wiese. Aber im Regenwald macht es schon Sinn durch dieses Licht-Schattenspiel. Ich war nun selber ein paar Jahre im Regenwald und man sieht nicht, was gestreift ist. Bei solchen Komplimenten fällt einem doch glatt der Salat aus dem Mund. Was ist denn los? Obacht, 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 Obacht. Das bist du nicht gewohnt, ne, dass man sich hier einfach so hinhockt. Na, wenn das nicht Liebe ist. Na, war er wenigstens mal in der Sonne draußen. Ja. Und hat uns ganz neue Ansichten beschert. Hermann, blick nicht durch. Ja, die Lamellen sind neu für ihn. Das dachte ich mir schon, dass die neu sind. Da muss erst mal... Komm her. Jetzt mal richtig den Kopf durchstecken, jetzt geht's. Komm her. Na? So ist fein. Siehst, da hast du den Kopf schon frei. Das ist eben der Ausländer, da kannst du nicht machen. Da kommt aus dem Ausland, da kennt sich hier nicht aus und dann Sachsen. Das ist ja auch nicht immer leicht. So ist fein, noch ein Schritt. Ja, hervorragend. Britischer Eroberungsdrang? Ja, die Lamellen sind ein bisschen ungewohnt. Da hätte man dran denken müssen. Hochbinden, obwohl, das hat er es ja kapiert. Ich denke mal, das ist schon ein Notfall. Können wir es ja immer noch mal, wenn er wieder reingegangen ist, mal ins Hochbinden. Ja, da wird es begreifen. Siehst du noch? Nee, im Moment nicht. Vielleicht ist er wieder drin. Wenn er hinter uns steht, habe ich eine Türe nicht zugemacht. Ich sehe ihn jetzt auch nicht. Siehst du ihn? Nee. Auch nicht. Doch, ist noch da. Ach ja, jetzt hier sieht man. Jetzt siehst du ihn wieder, ja? Nachdem ich jetzt hintergeklettert bin. Ach, schön. Aber wo der so rauskommt, ist doch schon ganz schöner Brüschel, so von vorne rum. Ja, der ist unheimlich breit in der Schulter und hat irgendwie einen sehr großen, sehr kompakten Kopf. Der wirkt ganz anders. Mhm. Hübscher Kerl. Doch der Vorhang könnte ihn noch, wenn es jetzt anfängt, im Regen stehen lassen. Er macht da eigentlich einen recht guten. Ich denke nicht, dass es da Probleme gibt. Und wenn es so kalt am Hintern wird, dann weiß der schon, wird er auf jeden Fall reingehen. Sicher. Aber erst, wenn er sich hier alles mal ganz gründlich angeschaut hat. Steffen fischt im Trüben. Ausgerechnet der Letzte hier. Das ist natürlich schon mal wie üblich. Los, geht raus. Matze, jetzt geht mal raus jetzt. Ihr könnt ihr. Hallo, geht doch mal raus. Auch Steffens Autorität hat offenkundig gelitten. Ich will euch wegen dem Endpinguin ins Wasser hier ablassen, Mensch. Das ist doch Blödsinn. Geht jetzt mal raus jetzt, komm. Der letzte Kandidat will einfach nicht zum Arzt. Sinnlos. Ach, die sind so schnell im Wasser, das ist... Scheiße. Das
Mit dem Pinguin muss ich jetzt noch das Wasser ablassen. Geht doch gar nicht. Komm jetzt. Hoppala. Das raus jetzt. So, Matzel, es ist weiß, ich bin gemein. Komm mal her. Oh, ruhig. Nummer 5 muss aufgeben. So, das war's. Dann noch mal schnell die Klappe zu machen. Oder doch nicht? Nein! Gehst du zurück? So. Ja, Christa, ich hab die Pinguine alle drin im Stall. Das weiß ich. Okay? Bis gleich. Tschüss. Christa, die Frau mit den Spritzen. Für die Erdmenschen gibt's gleich Leckerlis. Das freut auch die neue Königin. Nach nur kurzer Zeit hat sie sich bereits an Jörg und die neue Gruppe gewöhnt. Ist das eine kleine Maus, hä? Ja, eine klitzekleine Maus hier. Hä? So, wartet mal. Ja. Was bist denn du für eine hier? Guck mal hier, Schnickchen. Ja, hallo. Oh, das ist mein Finger. Hey, Baby. Also mal für euch alle. Das ist unsere zukünftige Königin. Die kleine Zarte hier. Also momentan eine halbe Prinzessin. Hey. Ist also noch eine ganz kleine Dünne. Und der Rest, die ganzen Dicken, die hier drin rumrennen, also nicht ich jetzt, na. Ich meine jetzt die Erdmenschen, das sind alles Kerle. Na. Und das kleine Mädchen hier, die ist aus Duokrale, was stammt aus dem Zoo. Und die wird jetzt unsere zukünftige Chefin hier in der Gruppe werden. Und also hat sich jetzt schon wirklich recht gut eingelebt. Und die Kerle, die finden die also wirklich ganz schnucklig, scheint's, ne? Na du? Aber das letzte war übrig für die anderen auch, ne? Hallo. Es kann natürlich schon sein, dass ab und zu mal, deswegen habe ich heute auch noch extra noch ein paar Mehlwürmer mitgebracht, dass mal so ein dicker Mann, der die Maus abnimmt, weil die natürlich noch nicht so schnell frisst. Es ist ganz einfach noch ein Jungtier, die ist jetzt 4 Monate alt und ein paar Tage. Na. Ja, und die Jungs, die lieben die auch, also die hat sich schon wirklich gut eingelebt hier. Und die kuscheln auch gerne mit ihr und sind eigentlich auch immer dort präsent, wo sie auch ist. Na. Nee. Hallo. So Wahnsinn, ey. Ein solches verfressene Bande, du. Ja, kann ich Schnäckchen. Nur fein. Aber sie setzt sich schon in der Gruppe durch, also muss man schon sagen. Guck mal, Mäuschen hier. Fein. Nee, das ist fürs Mädchen. Durchsetzen kann sie sich schon. Dann muss sie jetzt nur noch ein bisschen mehr ansetzen. Verstecken nützt nichts. Der Impftermin für die kleinen Pinguine steht schon seit langem fest. Also wir haben ja im Januar schon den gesamten Bestand haben wir den geimpft hier gegen Clostridien-Infektionen. Und das sind Jungtiere, die müssen das zweite Mal geimpft werden, weil sie sollen ja auch genügend Antikörper bilden und deshalb sollen die nochmal einen besonderen Schutz kriegen und deshalb nennt man so eine Schutzimpfung oder Vaccinierung. Ich nicht. Ich möchte keine haben. So, ich denke, den als erstes. Na klar. Der hat ja so eine Angst. Ja. Hallo. Oh. Ja, ist ja gut, mein Mann. Heißt doch gleich. Hacken kann er schön. Was war's? Ist gut, mein Maus. Wo willst du es? Ich spiele wie immer. Mhm. Ich mache das immer gerne hier. Die haben ja überall Luftsäcke. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, die dann richtig subkutan zu impfen. Luftsack hin oder her. Impfen ist hier Routine-Sache. Hallo. Hat mich angekackert? Ja. Was hast du? Hat mich angekackert. Ja, ich kenne das schon. Okay. Ist doch vorbei. Ist nicht mehr vorbei. Die zucken gar nicht. Ja. Tschüss. Na, wie viel hast du jetzt? 28, oder? 28, ja. 28 Pinguine. 28 Bullen, oh. Ja. Und dieses Jahr denkst du, dass wir noch was kriegen? Jo. Ja, garantiert. Ja. Schon fast alle fertig. Auch die partout nicht wollten. Oh. Au. Oh. Jetzt bin ich geimpft dagegen. Hier hast du eine Verletzung, mein Lieber. Jo, nee, das ist du nicht. Aber mit Fanghandschuhen habe ich hier kein Gefühl.
Schreck überstanden. Kind wohlauf. Das freut auch Mama und Papa. Am nächsten Tag. Marco und René müssen bauen. Ein Paddock. Hübsches Wort. Nur die Übersetzung ist kompliziert. Also es bedeutet eigentlich nur, dass man da irgendwas am Stall oder sonst irgendwo dran hat, abgesperrt allerdings, das aber halt nicht überdacht ist, sondern ja, wie eine Freianlage sozusagen, die aber so in sich geschlossen ist. Also eine Freianlage ist es nicht. Es ist schwierig manchmal. Es ist ein Vorgehege, fertig. Jetzt stehen ja nun mehrere, ja, sag ich mal, Neueingewöhnungen an. Also die Zebrafohlen, so sie denn mal geboren werden. Und die beiden Giraffen, also die Letztgeborene, die war ja noch nie draußen. Der Neuzugang, die war auch noch nie draußen. Und deshalb ist es jetzt wirklich lohnenswert, diesen Paddock aufzubauen. Geht's? Naja. Hier auf der Wiese musst du dann vorne mal ein bisschen halten. Oder den Außen kommen wir nicht vorbei. Ja, kann man da überhaupt durch? Klar. Na, das sagst du so. Wenn's jemand kann, weißt doch, dann nur du. Ja, aber hier kommen wir nicht lang. Rechts. Na, hier durch wäre ich gefahren. Ja. Also wärst du gefahren, meine ich. Ja, dann probieren wir das mal. Das ist der Gitter. Wir hätten eigentlich auch durch Straßen nicht gefahren können. Oder? Ach, das kann doch jeder. Das war jetzt auf Messerschneide. Nee. Ist das hier das nächste Schneeklöckchen? Ja, Krogo ist das letzte. Achtung, es kommt noch eine Untiefe, oder die passieren wir noch? Perfekt, gut. Abstellen. Was Marco und René hier bauen wollen, wird eine Art Terrasse, umzäunt, aber mit Blick auf die Weiten Afrikas. Du kannst ja mal versuchen, die Deckelchen frei zu kratzen. Kannst du da mal noch einen Strohhalm mitbringen? Das müsste mal leer getrunken werden. Ja, wenn es nur Wasser ist, ist es egal. Hornrabenhenne Bonnie und der schicke neue Hahn aus Köln sollen sich lieb haben. Doch leider ist er ein Raubein. Er ist halt auf sie losgegangen beim letzten Mal und Gott sei Dank war es nur so, also Glück im Unglück, dass sie auch sofort realisiert hat, ups, das läuft in eine falsche Richtung hier und hat sich dann auch so ein bisschen verdünnisiert. Zum einen insofern glücklich, als dass sie schon versucht hat, ihm auszuweichen und zum anderen, dass er wirklich also nur versucht hat, sie zu würgen. Trotz all dem, sie kann nicht genug von ihm kriegen. Aber er als Hand auf Zucht steht auf Menschen. Und soll sich nun eine Henne schön gucken. Also sie wohnt da jetzt richtig, dass sie also wirklich die ganze Zeit zusammen sind und sich ständig sehen können, dass sich das vielleicht, also diesen Rochus, den er auf sie hatte, vielleicht ein bisschen abbaut und das vielleicht ein bisschen friedfertiger hier abläuft. Und ich meine, wie gesagt, wir haben ihn jetzt mal und ja, was sollen wir machen? Ne? Also er muss natürlich irgendwie einfach mal ein bisschen mit seinen Hormonen haushalten und nicht gleich drauf. Ne? Draufgänger im wahrsten Sinne. Ob die Gewöhnungstherapie Wirkung zeigt? Ist das mein Besen? Nee, ich kann auch den da hinten nehmen, der da an der Tür ist. Mhm. Das Gute ist ja nur im Unglück auch, dass er halt eine Handaufzucht ist, der hackt auch nicht nach uns. Also zumindest sollte das. Nee, also es ist wirklich so, ich kann ihn noch anpacken am Schnabel oder so. Das ist eigentlich nicht das Problem. Nein. Ich würde sagen, wir machen zuerst hier auf, ne? Dass die weg genau. Kann. Ja. Gut, ich gehe jetzt auf meinen Posten. Sie ist das Problem. Und die geplante Zwangsehe. Na, sie wird schon mal auf Wanderschaft. Ob er sich damit abfinden will? Eine Straßensperre, mitten im Gehege. Eine Orientierungshilfe von Frank, damit sich die beiden Tiere nicht verlaufen. Denn für sie ist hier alles neu.
Das sind zwei neue rote Riesenkängurus. Junge Tiere, geboren Ende 2007, 2008 bei Hagenbeck in Hamburg. Und die haben wir zur Verstärkung unserer Gruppe geholt. Die letzten Tage haben sie zur Eingewöhnung in einen separaten Stall mit dem dortigen Gehege verbracht. Und nachdem sie einigermaßen ruhig waren und vor allen Dingen der Winter uns etwas aus seinen Klauen entlassen hat und die Anlage eisfrei ist, haben wir sie heute Morgen zum allerersten Mal auf die große Anlage ausgelassen. Deswegen ist sie mit rot-weißem Flatterband umwickelt, damit die Tiere den Graben als Absperrung akzeptieren. Denn so ein rotes Riesenkänguru, das springt ohne weiteres bis zu 30 Meter weit und bis zu 3 Meter hoch. Die würden also einfach rausspringen. Und es gibt gleich noch mehr zu entdecken. Die neuen Mitbewohner. 2 Stunden hatten sie jetzt, um die Anlage zu erkunden. Und jetzt werden wir unsere 4 Weibchen hier mit dazulassen. Sabine, ziehst du einen Schieber? Ja, wir lassen einfach offen und beobachten das. Ja, mal sehen, was es da alles zu beobachten gibt. Erst die Pinguine, jetzt die Wildpferde. Die Impfbrigade macht ihre Runde, jederzeit schussbereit. Nimmst du den mit rein, falls wir ihn doch brauchen? Ne? So, okay. Gut. Geht los. Das ist eine Impfung gegen Pilzinfektionen, also Trichophytose. Und das tritt bei Pferden speziell im Winter auf. Gerade bei den Wildpferden mit dem dicken Fell, wenn es hier relativ feucht ist und dann auch im Stall ein bisschen wärmer. Da, wo die herkommen, ist es ja so eine trockene Kälte. Und die werden dann 2-mal im Jahr geimpft. Wir kriegen damit eine Verbesserung hin. Wir kriegen es nicht ganz weg. Es tritt bei normalen Hauspferden auch auf. Aber bei unseren Wildpferden oder bei Wildpferden allgemein ist es auch bekannt, dass sie das recht stark haben, ne, durch das dicke Fell. Wo sind die Mädels hier? Feine. So. Ist gut. So, wenn du sie überraschend schießen kannst, hier an der Wand hinten, das ist Raya. Ich kenne sie noch. Das ist eine dicke. Stimmt. Raya, ja, die. Sie wissen, das war's. So, das war Raya. Und jetzt wäre die nächste, die Ratina. Schnuckchen ist gut. Gibst du mir den Grünen zum Nachstopfen gleich? Große Beine. Nur so ein Lernen kannst du mir geben. Ja, ja, genau. Gute. So. Hier, die jetzt eh gut steht, ist es, ne? Warte, jetzt muss ich das mal gucken, das ist jetzt, nee, warte mal, da hinten. Die hier hintere? Das ist die Ratina jetzt. Gut. Warte. Ja, kriegt die steht jetzt hinten, ja. Oh ja, hat ihre schon rausgehauen. Jetzt hinten, genau. Alles gut. Christa kommt gar nicht nach mit dem Aufziehen. Na, Christa, du. Tja, das geht schnell hier. Hallo, Süße. Hübsche, gute. Die schaut jetzt nicht, na, obwohl am Hals hat sie auch ein bisschen. Ne, die haben alle ein bisschen was. Also mehr oder weniger stark, ne? Na gut, das wird auch nicht weggehen. Die putzen davon, sich ne? Ja auch es gegenseitig. Das es wird jetzt besser weiter davon, aber es wird nicht weggehen. So, das ist gut. Jetzt haben wir hier die Kleinen, die wissen auch noch. Die Kleinen. Vor denen wird auch nicht Halt gemacht. Sehen Sie die noch? Nee. Wir sehen gar nichts. Beim Stell dich ein der Hornraben. Ist er noch ganz rechts? Wird jeder Schritt genau beobachtet von der mobilen Eingreiftruppe. Sehen Sie die? Ich sehe so, jetzt ist er bei mir. Das ist gut, er hat sie gesehen, also er weiß, dass er ran kann ans Tier. Ah ja, ist jetzt bei mir hier. Und? Wehe, Freund. Gucken. Nicht würgen. Stehen nebeneinander, beobachten sich. Wehe. Wehe. Hey, pass auf, du. Ja, provozier ihn noch, genau. Jetzt aufpassen. Liebe. Hey! Hey! Wehe, Freunde. Wehe! Das Paddock. Ein maßgefertigtes Stecksystem. Modellbau für Große. Schnell zusammengesetzt. Wenn man weiß, wie. Was
perfekt. Oh, ist ja eine Sache vom Allerfeinsten. Doch damit sind die Vorbereitungen für die Tierkindereingewöhnung nicht abgeschlossen. Fehlt noch die Fahrbahnmarkierung. Gerade für Jungtiere oder Tiere, die es wirklich nicht gewöhnt sind, ist es ganz wichtig, dass man da die äußeren Grenzen des Geheges oder der Außenanlage oder was auch immer für die optisch erkennbar macht. Und daraufhin, dass wir heute natürlich auch die Antilopen mit ihren Jungtieren und den Zebras hier zusammenlassen wollen, wollen wir das noch extra absperren, falls es doch zu irgendwelchen Konflikten kommt, dass die zumindest sehen, nicht in die Richtung rennen, sondern in die andere. Gut, da wickel ich und du schlingst irgendwo drum, oder? Ich kann mir ja hier Hals brechen. Muss ja nicht bei jedem machen, reicht ja vielleicht jedes zweite. Das mit diesen Fahrten hier, das ist immer ziemlich aufwendig. Ja, vor allen Dingen, weil es nur egal nicht abreißt. Es waren nur laufend Säbelantilopen, Jungtiere da und dann auch die jungen Giraffen. Jetzt kommen wieder die kleinen Zebras, die aller Nase lang musste was neu eingewöhnen. Da ist es immer ein bisschen aufwendig. Da bin ich schon mal gespannt nachher aufs große Aussperrerwachen bei der Tierwelt. Ja, dann werden sie wieder alle gucken, wie die Kuh vom neuen Tor. Ja. Hier brauchst du schon ein bisschen alpine Vorkenntnisse. Ja, genau. Ein bisschen Wandererfahrung oder Klettererfahrung ist ganz angebracht. Oh, oh. Ja, aber es ist vom Allerfeinsten. So. Ja, super. Gut, hier hinten ist jetzt ja alles okay. Da müssen wir uns machen wir drüben das Stück noch und dann ist die Sache gegessen. Ja. Und dann können auch endlich wieder Vierbeiner auf der Anlage. Ja, siehst du, auf der großen Entfernung wird das auch. Auch die kleine Vesna muss es erfahren, warum Arztbesuche so selten erfreulich sind. Ja, Bübchen. Sehr gut. Wir lassen die Beine ganz. Ja, warte mal. So, wir gehen am besten gleich mal wieder ein bisschen weg, dass die zur Ruhe kommen. Soll ich schon mal deinen Diplomatenkoffer mitnehmen? Ich würde mal sagen, dass wir vielleicht erst den Hengst machen und dann den Reiser, weil den Hengst können wir hier auch von der Seite. Das ist eigentlich ein recht entspannter Hengst, da ist nicht gleich mal aus der Ruhe zu bringen. Nö. Und da frisst dann weiter. Der hat sich nicht mal umgedreht, ne? Ach, habt ihr schon? Ja. Also, jetzt hast du es mal nicht geschafft. Doch, hab ich, aber ich mache noch einen Sicherheitsschuss. Super. Bei der Reiser müssen wir jetzt ein bisschen, weil die ist ein bisschen sehr sensibel auf alles. Ja. Nicht nur der Pilz. Auch Rangordnungskämpfe haben der ehemaligen Leitstute in diesem Winter stark zugesetzt. Ist fein. Ihrem kämpferischen Naturell hat es nicht geschadet. Wir müssen mal noch ein Stück, weil es ist jetzt so, die Reiser hat jetzt schon sehr viele Tierarztbehandlungen mitgemacht. Die regt schon durch immer am schlimmsten auf. Und wenn ich noch wieder hier stehe und kehre, ist es wieder gut. Und das ist erst mal entscheidend. Und dann müsstest du spritzen ein und bringst du uns wieder. Entscheidend ist, dass der Pfleger ruhig ist und dann geht es auch mit den Tieren. So. Genau, so ist es immer. Wiederhören, schönen Tag noch. Erstmals. Tschüss. So, jetzt ruhig die Tür aufmachen. Es kann sein, dass sie rausschnappst. Ich weiß es nicht. Ein bisschen mit Ruhe. Sowieso, komm raus. So ist sie fein, die Viola. So ist sie fein. Siehst du trotzdem. Ist relativ ruhig. Genau, mach sie ran. Und gleich mit dem Stiel halbbreit machen. Das Schönste an Arztbesuchen ist, sie gehen wieder vorbei. Und anschließend gibt es immer was Gutes zur Stärkung. Die beiden Neuen auf Antrittsbesuch. Von den Hausherren keine Spur. Da muss man sich wohl selber vorstellen gehen. Na, das hätte ich hier noch gar nicht gedacht. Eigentlich sollte die Eingewöhnung schon andersrum funktionieren. Na, guten Tag. Klappt auch so. Von hanseatischer Zurückhaltung kann hier keine Rede sein. Ja, toll. Das ist erstmal zu Besuch bei den anderen. Frank hat sich das etwas anders vorgestellt. Na, du? Nee, du sollst eigentlich mit raus. Komm. Schau mal. Zunächst mal sollen sich alle im Garten treffen, nicht im Wohnzimmer. Das ist mir eigentlich lieber, er lernt ein bisschen draußen kennt. Komm. Henriettchen, du gehst auch mit raus. Na los, was? Eigentlich hier unten. Besuch, komm, du gehst auch mit raus. Komm, geh kennenlernen hier, los, pass auf. Mit Stubenhocken ist jetzt Schluss. Mir schon lieber, sie lernen sich auf der Anlage kennen. Die Stallung sind nicht so weitläufig. Nicht, dass da doch mal eins in der Ecke getrieben wird. So ist das besser.
Konnte ja wirklich keiner ahnen, dass das neue Tierchen da gleich in den Stall flitzt. Doch nach Treibjagd oder gar Rauferei sieht das hier nicht aus. Ja, das kann auch unvermittelt passieren, aber im Allgemeinen ist das bei den Kängurus nicht so. Wie gesagt, das sind keine Herdentiere, die haben nicht diese Hierarchien, die die auskämpfen müssen. Das größere Problem ist dann eher, wenn man erwachsene Menschen zusammen hat oder sowas. Dort wird dann natürlich die Hierarchie schon ausgekämpft, aber hier passiert nicht allzu viel. Hier geht es wirklich mehr um Sympathien, da gibt es mal eine kurze Rangelei. Oder eben auch mal friedliche Koexistenz. Also okay, soweit, hm? Ja, ich denke schon. Dann machen wir die Stallschieber wieder auf und lassen pendeln. Und gucken immer mal hin, wirklich wie mehr passieren. Genau. Nicht mehr als ein paar Luftsprünge. Bei den Hornraben. Auf. Du bleibst jetzt mal da. Lässt sich beobachten, dass schlimmere Ausschreitungen ausgeblieben sind. Bonnie ist unversehrt. Noch. Ist er noch bei Ihnen hinten? Ja, ist bei mir noch. Hm. Wenn der jetzt wieder rüber geht, würde ich mal absperren. Und dann hätten wir das nämlich mal beendet. In einem positiven Zwischenschritt. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Nun also die Trennung. Hey, hey. Komm hier, komm. Ein kurzes Rendezvous. Ein lang ersehnter Erfolg. Er hat ihr nicht wehgetan. Ist gut. Und jetzt gehst du ab nach Hause, komm. Der aggressive Schläger. Am Ende gar ein zahmes Hähnchen. Erstaunlich, muss ich sagen. Na, dass das so gut funktioniert hat. War letztes Mal schlimmer? Also ja. Am Ende ja. Sofort, sofort, ja. Das war ja ziemlich relaxed gerade. Ja, die müssen sich wirklich in Ruhe abtasten. Und das Abtasten? Im Prinzip, das, was einerseits das Problem ist, dass der vielleicht sehr menschenbezogen ist und weiß man es am Ende vielleicht sich mit Menschen besser versteht als mit Hornraben, ist insofern ganz gut, dass der schon registriert, wenn man lauter wird und wenn man eben eine Stimme hat, wo er merkt, irgendwas macht er jetzt, was er eigentlich nicht soll. Also das ist ziemlich diffizil. Aber das war schon mal gut, muss ich sagen. Das sind halt auch sowieso sehr intelligente Vögel und die wollen sich eigentlich ihren Partner aussuchen. Und also sie hat ihn sicher eigentlich schon ein bisschen ausgesucht. Sie war ja sofort begeistert, als er ankam. Vielleicht braucht er einfach mehr Zeit als sie. Sich mit den wenigen Wahlmöglichkeiten zufrieden zu geben. Straußenhenne Sabine ist die Erste, die das noch unfertige Paddock in Augenschein nimmt. Schon wieder mal sowas. Woran man sich erst gewöhnen muss. So, die gucken sich erst mal das Gitter an. Das ging ja schon mal ganz gut. Platz. Schon wieder der Zöffle ist. Ah ja. Vor diesmal der Leila, die hier. Schon, wenn die sich jetzt verdünnisieren? Tja, dann dürfen jetzt die Nächsten zur Inspektion schreiten. Die Säbelantilopen. Mädels und Jungs, los geht's. Naja, guck mal, jetzt erschrecken sich schon ein bisschen die Kleinen. Jetzt steht die hier und gucken, was geht da an. Ja. Also pass mal auf, ich hol mal die Tommys. Bleib du mal hier vorne. Ja. Die Tommys nehmen das neue Gitter im Eiltempo zur Kenntnis. Machst du vielleicht mal die Türe zu, nicht, dass die hier im optionalen Ausweg wittern? Und das Zusammentreffen der Arten? Verläuft spielerisch leicht, sehr zum Gefallen des Bereichsleiters. Sieht gut aus. Friedliches Afrika. So soll es bleiben. Umso schneller können wir mit den Giraffen anfangen. Nächste Woche denke ich mal, dass wir die Giraffen vor Saisoneröffnung auch so weit haben, wieder, dass die wieder raus können. Und dann sind wir wieder komplett. Vorausgesetzt, das Paddock ist bis dahin auch komplett.
Die Pelikane genießen die ersten Frühlingslüftchen. Nur einer nicht, Herr Krause. Der hockt im Haus. Es geht um weiterführende Rehabilitation wegen einer Marzenerkrankung. So, wollen wir mal gucken, wie es unserem Pflegling geht? Der wurde aus der Tierklinik entlassen, als gesund entlassen. Aber dadurch, dass er ein bisschen wärmeres Klima war als in der freien Natur. Also wir hatten ja jetzt hier noch in der Nacht 0 Grad und das ist einfach noch nicht so optimal für ihn. Wir haben hier den Pelikan auch noch ein bisschen besser unter Kontrolle. Das heißt, falls doch seine Babylone oder wie man das nennt, das warzenähnliche Gebilde wiederkommt, kann man hier besser runterfangen aus dem Häuschen als von der Insel. Und deswegen sitzt er erstmal hier. Und hier kann er sich natürlich auch viel besser bewegen, hat ein viel größeres Wasserbecken. Ist alles viel besser als in der Tierklinik. Ne? Und man sieht auch nicht jeden Tag die Doktorin. Dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen sauber. Mehr als 3 Monate ist Herr Krause in der Tierklinik stationär behandelt worden. Jetzt kümmert sich Danny wieder selbst um seinen Schützling, der sichtlich wohl genährt ist. Und das Beste in der Tierklinik, das war ja nicht bloß ein Krankenhausaufenthalt, sondern auch wie eine Kur. Also der hat innerhalb von 1-2 Monaten, die er jetzt schon dort gewesen ist, ungefähr 5 Kilo zugenommen. Also wir hatten ihn mit 7,5 Kilo gewogen und dann hat er eben ungefähr 5 Kilo wieder zugenommen. Aha. Davon scheint er noch immer zu zehren. So, Pelikan. Lecker Fisch. Sieht nicht so aus, ne? Der Fang klappt ganz gut. Das klappt gut. Aber ein bisschen Bewegung, an frischer Luft täte gut. Doch damit muss Herr Krause noch etwas warten. Es wurde ja ein Impfstoff entwickelt extra für ihn. Na, und der muss in 3 Wochen nochmal geimpft werden, na, damit das alles klappt und auch hält der Impfstoff. Und da bleibt er noch voraussichtlich mindestens 3 Wochen hier drin. Ich denke mal, wenn der dann rauskommt, wird er sich erstmal außerhalb oder ein bisschen abseits von der Gruppe setzen, aber dann würde sich langsam wieder integrieren und dann mit der Gruppe wieder mitschwimmen und mitleben. Und dann heißt es auch bei den Pelikanen wieder, alles muss raus. In der Tiger-Taiga gibt's Nachwuchs. Vor 10 Tagen nämlich brachte Tigerin Bella Drillinge zur Welt. Vor dem ersten offiziellen Fototermin müssen die Kleinen noch zum Kinderarzt. Du winkst mir. Ja. Hallo. Hallo. Komm, wenn du so faust, höre ich nichts. Was noch so alles nachgeguckt wird und wie die Ergebnisse lauten, das erzählen wir Ihnen ausführlich in der nächsten Folge von Elefant, Tiger und Co. Dann herrscht Babyalarm. Denn auch die kleinen Lippenbären stehen nach langer Wartezeit vor der Kamera. Also, bis dann.